Grüß Gott und herzlich willkommen zu Der Tag auf Ländle TV. Ja, am Sonntag feierte die Gemeinde Wart den Helden der Winterspiele Johannes Strolz. Ländle TV war beim Empfang des erfolgreichen Olympiasiegers in seiner Heimatgemeinde dabei. Der dreifache Medaillengewinner der Winterspiele 22 wurde nun in seiner Vorarlberger Heimatgemeinde empfangen. Ein Freudenfest in Wart für Österreichs erfolgreichsten Ski-Olympiasieger Johannes Strolz. Dieser Tag werde für Johannes unvergesslich bleiben. Ja, es ist ein wunderschöner Tag. Also ich muss wirklich Danke sagen bei allen, die das organisiert haben, die da mithelfen, die das möglich gemacht haben. Und unglaublich, wie viele Leute da sind und sich mitfreuen. Besonders stolz ist Papa Strolz. Mit dem Gewinn der Goldmedaille in der Kombination in Peking 22 begann für seinen Sohn das Wintermärchen. Über 30 Jahre nach dem Sieg von Vater Hubert in Calgary. Mit Höhen und Tiefen und hätte aber nie aufgehen und immer an sich glaubt. Und ja, dass er jetzt natürlich mit 3 Medaillen von Peking zurückkommt, ja, das ist einfach gar nicht zum Glauben. Ich kenne überhaupt keinen Sport, und zwar weltweit nicht, wo sozusagen Vater und Sohn jeweils 2 Olympiasieger miteinander auf einer Bühne stehen können. Also das ist ganz, ganz besonders. Es sind historische Momente fürs Land, für die Familie Strolz, für seine Freundin und für alle natürlich, aber auch für alle, die heute da sind. Ob wir das jemals wieder erleben werden, das weiß ich nicht, deswegen bin ich auch da und ich freue mich einfach riesig mit. In Peking. Für das Land Vorarlberg ein einzigartiger Moment. Es werde Sportgeschichte geschrieben, so Landeshauptmann Wallner. Er gratuliert zur Auszeichnung. Es sind mehr als 1000 Leute heute gekommen, da haben wir in Wart, alle sind stolz auf ihn. Und es war mir eine wirklich große Ehre und eine große Freude, ihm das Sportehrenzeichen in Gold, die höchste Auszeichnung im Sport des Landes Vorarlberg, überreichen zu können heute. Und ja, es ist schon ein sehr, sehr besonderer Moment. Ich glaube, es wird gerade Sportgeschichte geschrieben. Noch einmal von meiner Seite einfach nur Gratulation. Wir sind schon sehr berührt auch von diesem Erfolg. Grundlage für seine Ausdauer und Erfolge läge bei Strolz Junior beim Spaß am Sport. Egal in welchem Bereich, jedes Kind habe Talente und genau diese gelte es zu fördern, so der Olympiagewinner über den Skinachwuchs. Unglaublich schön, wenn man die leuchtenden Augen sieht von den jungen Menschen. Wirklich ein Traum, wenn man da etwas bewegen kann und bringt natürlich auch eine große Verantwortung mit und ich hoffe, dass die eine oder andere vielleicht auch einmal den Weg einschlagen können, aber das Wichtigste ist einfach, dass sie die Freude der Bewegung haben und ich glaube, solche Sachen tragen dazu bei, dass Kinder gerne in Freiheit sind und sich bewegen. Von seiner Heimatgemeinde erhielt Johannes dann noch einen Anteil am Warter Wald plus eine Ausrüstung für Waldarbeiten. Und eine Sicherheitsausrüstung. Vielen Dank. Danke. Gemeinsam mit seinen Liebsten feiert Johannes Strolz bis in die Nacht den Eintrag in Vorarlberger Sportgeschichtsbücher. Tausend und ein Kinderwünsche wurden an die Erde überliefert. Diese Wunschblätter hat die Künstlerin Barbara Anna Husar gesammelt und hat sie von ihrem Euter-Heißluftballon über die Alpen verstreut. Als Zeichen für eine positive Zukunft. Die soziale Skulptur Euter der Vorarlberger Künstlerin Barbara Anna Husar ist ein rosafarbener Heißluftballon in Form eines Kuh-Euters. Er deutet als friedvolles Himmelszeichen auf gesellschaftliche Transformationen hin. Es ist ein Leitmotiv und Sinnbild für den Wertewandel im 21. Jahrhundert. Primär sind es Pionierleistungen, denen wir damit eine höhere Sichtbarkeit schenken und sie somit mehr in unserer Gesellschaft verankern. Entstanden ist der Euter 2018 anlässlich des Kulturfestivals Walserherbst, wo die Beziehung Mensch-Rind mit allen heutigen Exzessen thematisiert wurde. Barbara Anna Husar hat sich von ihrer inneren Stimme leiten lassen, um das Projekt umsetzen zu dürfen.
Mittlerweile besteht der Verein Goldenes Euter aus einem Team Mitwirkender, das sich für diese Zwecke einsetzt. Das Ritual für die Erde, das vor kurzem realisiert wurde, war die 15. Erhebung des Ballons. Es wurde in Kooperation mit der Schweizer Künstlerin Regina Hügli erstellt, welche sich mit dem Element Wasser auseinandersetzt. Barbara hat die Zusammenarbeit gleich begeistert. Das ist was sehr Topografisches und das ist etwas, was ich sehr mag, den Blick von oben. Und natürlich war für mich dann klar, dass das ein Fall fürs Euter ist und dass ich mir etwas überlegen werde, was wirklich maßgeschneidert zu diesem Pass Longin passt. Die Künstlerin wurde vom tibetanischen Lung-Ta-Ritual inspiriert. Dabei werden gute Wünsche auf kleinen Zettelchen, so kleine Gebetszettelchen bei Passüberquerungen in die Höhe geworfen, mit einem Satz, der so viel bedeutet wie: Mögen die Götter und die Göttinnen siegen, und mit positiven Wünschen verknüpft. Und dann war eigentlich klar, dass ich diese Wünsche von Kindern haben möchte, wo die Kinder ihre Wunschkraft auf Blätter von Bäumen schreiben und ich sie mit dem Euter zu diesem speziellen Punkt, an dem sich die Fließbewegungen in drei Richtungen, in drei Meere teilen, übergebe und somit die Wunschkraft ins Schwarze Meer, ins Mittelmeer und in die Nordsee kommen. Diese Friedensbotschaft durfte die Künstlerin über den Alpen an die Erde übergeben. Welche Wirkung eine solche Aktion haben soll, steht direkt im Einklang mit dem Sinn der sozialen Skulptur. Ich sehe darin ein ganz großes Potenzial und es ist wichtig, alle Menschen immer wieder aufs Neue daran zu erinnern. Es ist so einfach und doch ist es nicht ganz so leicht, unsere Gedanken in die Richtung zu lenken, wie sie für unsere Erde und für ein gemeinsames Wir am harmonischsten sind. Das Euter erhebt sich somit für eine bewusste Neupositionierung des Menschen als Teil eines lebendigen Ganzen. Die nächste Erhebung findet am 23. April in Romanshorn statt. Das war der Tag für heute. Gleich noch die Wetteraussichten von Kachelmann. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns, Sie morgen wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin eine schöne Zeit. Bleiben Sie gesund und achtet aufeinander. Auf Wiedersehen. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von Schau, der Vorarlberger Frühjahrsmesse. Der Dienstag startet vom Bodensee bis zum Vorderwald mit schon dichterer Bewölkung. Sonst ist es zum Tagesbeginn oft aufgelockert, im Laufe des Vormittags kommen Regenschauer auf und auf den Bergen steigt die Schneefallgrenze auf 1200 bis 500 Meter. Nur im Montafon ist es noch teils aufgelockert, nachmittags zieht es dann auch hier zu und überall ist mit Schauern zu rechnen. Die Schneefallgrenze steigt bis zum Abend auf 1500 bis 1700 Meter an. Die Temperaturen liegen nachmittags zwischen 2 Grad plus in Waadt und 10 Grad in Götzis. Am Mittwoch ist es oft aufgelockert bewölkt und vielerorts bleibt es bis in den Nachmittag hinein trocken. Später sind regionale Schauer zu erwarten und bis zu 15 Grad plus. Am Donnerstag und am Freitag stellt sich windiges und oft nasses Wetter ein. Es bleibt aber mild bei 14 Grad plus am Donnerstag und 13 Grad am Freitag.